3, 2, 1. Risiko. Hallo und herzlich willkommen zurück zu komische Filmsequenzen, die nicht korrekt wiedergegeben werden. Das heißt nämlich 2, 1 Risiko und nicht 3, 2, 1 Risiko. Bei Darkwing Duck. Nein, dies hier ist Feed Minecraft, Feed the Beast Beyond. Mit der Chrisis, die hier mir hier gerade die Kisten plündert. Und eine wunderschöne Wendeltreppe. Ich leg die Sachen rein. Ja, die hat hier eine wunderschöne Wendeltreppe bei uns ins Haus gebaut. Guck mal hier, da, Wendeltreppe. Damit wir hier nach oben in unseren wunderschönen Bereich kommen, wo wir jetzt eine TARDIS haben. Eine TARDIS, guck doch mal da. TARDIS. Ja, eine TARDIS. Möchtest du auch eine TARDIS haben? TARDIS, TARDAS. Was kostet mich das? $1 Million. Nur ewige Liebe. $1 Million? Ja, die habe ich leider schon jemand anders gegeben. Tut mir leid. Jetzt mal wieder Butter bei den Fische. Wir wollen jetzt hier mal. Tschüss, Paul. Jetzt aber wirklich. Jetzt wollen wir hier mal weitermachen. Wir sind immer noch im Live-Let's Play, deshalb gehe ich immer noch auf den Chat ein. Ist die dritte Folge jetzt, aber wie ich habe ja schon gesagt, ich war zu faul zum Aufnehmen, deshalb gibt es das hier jetzt als Live-Let's Play mit Facecam. Ja. Ich wollte mir gerne ein paar Solarzellen bauen, die ich dann auf unser Dach pflaster. Und ich überlege, ob ich deine ganze Treppenkonstruktion zerstören soll. Welche ganze Treppenkonstruktion? Die hier? Ja. Nein, die lass bitte. Einfach. Die lass bitte, die finde ich schön. Alles mit dem Wendeltreppen. Nein, die will ich behalten. Die will ich behalten. Okay. Die möchte ich gerne behalten. Weiter. Hä? So, ich brauche Sand. Hast du noch Sand für mich? Ja. Ja, hast du. Dankeschön. Und die TARDIS findest du in der Kiste, wo auch der Rucksack lag. Oh. Liegt sogar noch. Du hast Dinge vergessen mitzunehmen. Ich? Nee, Benny. Okay. Jetzt wollte ich Solarzellen bauen. Genau, dafür brauche ich Glas. Glas mache ich mir mit Kohle. Stück für Stück. Mit Kohle? Mit Kohle, genau. Weil Sand durchschmelzen. Deshalb. So, was wollen wir machen? Wir wollen jetzt eigentlich uns mal ein bisschen um die Bienchen kümmern. Und gleichzeitig um den Strom, also irgendwie beides so ein bisschen. Ich kümmere mich mal um eine schöne Art des Ausleuchten. Okay. Oder ist schöner. Ja. Du könntest einen Kronleuchter bauen für unten. Du möchtest, okay, in Gold oder in Schwarz oder in Weiß? Es gibt ja auch Licht von Nicht-Deco-Craft, also müsste ich eigentlich ergeben. Oder willst du den Deco-Craft unbedingt bauen? Du, es ist halt leicht, wenn du Deco-Craft nicht möchtest, dann möchtest ja, dann du mach, das dann nicht. Mach Deco-Craft, ist leichter, hast schon recht. Schwarz, Kristall oder Gold? Kristall bitte. Ist. So, ich habe mal unser Feld geerntet, damit ich mir ein bisschen Brot machen kann. Wo hättest du besagten Leuchter gerne hin? Quasi hier, unter über meine Treppe, so hier so. So. Komm, lass mich. Woran genau kann ich mich am Enderportal nochmal orientieren? Also wie finde ich das Enderportal? Du musst dem dann, du wirfst die Eye of Ender. Ja, nee, das habe ich. Gut, aber dann musst du den Dungeon durchsuchen einfach. Oh hey, cool. Das wollte ich auf jeden Fall. Eine Perle werfen, aber es funktioniert am Ende ja nicht mehr. Ah, ich muss wieder starten. Wird ja fast instant übertragen, der Stream, du. Was? Fast instant? Wenn Snarf mir auf meine Frage fast antworten kann. Als hätte ich sie im Chat gestellt. Stimmt. Ja, ich habe das Gefühl, Twitch hat da so ein bisschen... Deutlich. Ich bin dran gefeilt. Es muss übrigens noch jemand schlafen. Ja. Ah, okay. Jetzt nochmal, bitte. Leider kein Bett. Kann er nochmal schlafen gehen, bitte? Ansonsten gehe ich kurz raus. Wie viel Prozent müssen schlafen? Ich bin, keine Ahnung, ein Drittel. Ein Drittel, okay. Also irgendwas so in der Richtung. Chris, hast du noch ein Bett? Fuck. Chrisas, hast du noch Bett? Ja, jetzt warte. Dankeschön. Danke. Ach, Deni hat geschlafen. Danke, Deni. Danke. Soll ich ausrichten? Oh, hey. Warum kriege ich den... Kronleuchter da nicht an die Decke, okay. Come things in the way, ja, damit du es daran an... Jetzt wollte ich hier Brot essen, genau. Squid Beak, alles klar. So.
Was will ich machen? Ich möchte mir jetzt eigentlich mal mit Holz. Ich glaube, ich nehme mal. Was hat denn. Du hattest jetzt Dark Oakwood geholt, ne? Oh. Krass, hat dies. Dark Oak Saplings hast du auch. Ich glaube, ich pflanze mal ein paar Dark Oaks. Und baue mir die da wieder ab. Habe ich zufällig ein paar. Ich habe ein paar Knochen. Ha. Okay. So? Perfekt! Sieht geil aus. Sehr schön. Wunderschön. Wenn ich euch irgendwie mit irgendwas versorgen kann, gebt ihr Bescheid. Im Moment sind wir eigentlich versorgt, glaube ich, oder? Julia, das brauchen wir was? Hört man auch gern. Ich. Ja, ich bin noch versorgt. Zumindest was Deko-Sachen angeht. Okay. Okay. Ich glaube mal die. Ich versorge euch mit Deko-Kram, so viele wollt. Also sag mir, was du haben willst. Du kannst auch einen Enderplüsch, wie heißt das? Ja, mit dem Zeug. Der ist echt so ernst. Ey, Deni hat die Mod irgendwann schon mit ganz am Anfang fast entdeckt. Ja, ich kann es mir vorstellen. Das kannst du mir vorstellen. Du, also dann brauchst du die. Warum hat sie dir dann keine TARDIS gebaut? Ja, weiß ich nicht. Tja. Wollt wahrscheinlich keine. Oder ich wusste nicht, dass es eine gibt und hat dann auch nicht gesehen. Also ja, es gibt eine TARDIS. So, deswegen ich sie trotzdem nicht. Ich muss hier gerade nochmal provisorisch ein neues Feld setzen, damit ich weiß, welchen Abstand ich hier arbeiten darf mit meiner Bienenfarm. Haben wir noch Fences? Wir haben noch Fences, sehr gut. So, jetzt wollte ich sowohl, jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept. Eigentlich wollte ich ja Solargeneratoren bauen. Aber ja, nö. Wie? Aber jetzt bin ich abgelenkt worden. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. In der Portal. Wo bist du? So. Hier baue ich mir gerade nochmal ein neues Feld hin. So provisorisch quasi. Als Platz halt, damit ich weiß, wo ich denn dann weiterbauen darf. Um mir eine Plattform zu bauen, auf die ich meine Bienchen anpflanzen darf. Und was ich auch noch ausprobieren wollte, genau. Ich wollte einen Dark Oak Sapling hinpflanzen. Heilige Scheiße. Und so schlimm. Was ist das? Es ist ein Silberfisch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin fast tot. Geh weg. Der Dark Oak Sapling will nicht wachsen. Uncool. Die fehlen 600 Kobbel. Ja, Snarf. Schade. Schade, schade, Snarf. Okay, das packen wir hier wieder hin. Ja, hallo, danke. Dann fangen wir mal an, hier hinten eine kleine Plattform zu bauen. Ah, nee. Oh, ich kann mir nicht entscheiden, was ich machen will. Das ist voll schrecklich. Diese Mod hat zu viel. Die hat einfach zu viel, was man machen kann. Voll schrecklich. So. Deine Treppe hier ist mir gerade unsympathisch. Wieso? Weil ich da die ganze Zeit runterfalle. Was? Während ich was bauen will, ja. Baue Geländer hin. Was hältst du von der Idee? Nö, gerade nicht. Nö, gerade nicht, okay. Wieso mache ich das hier eigentlich? Brauchst du nur als Scheiße. Ich sowieso wieder rausreiße. Ah, ich bin doch wieder so echt gut drauf, merke ich schon. Das hier. Also, wir machen da jetzt so dicht. Entscheiden uns nicht dreimal um. Ne? Gehen nicht über los. Gehen nicht über die 10, nicht 4000 D-Mark ein. Was die ja eiskalt in Euro umgerechnet haben, das finde ich, das, da merkt man bei Monopoly merkt man echt die Inflation heutzutage. Ne? Die haben das eiskalt 1 zu 1 umgerechnet. Also, das ist. Dabei wurde damals gesagt, dass der Euro mehr wert ist. Ja, eben. Also das kann eigentlich nicht sein. Ne? Geht gar nicht. So, dahin da. Und dahin. Ja, willkommen zurück. Bin nur kurz gestorben. Ja, ich hab's gehört. Sorry. Aber zum Glück hab ich nichts gehört. Ich bin ja Zuschauer. So. Naja, weiß. Allora.
das hier auch weg. Mein Inventar ist voll, mein Inventar ist voll. So, dann setzen wir hier noch die Steinchen rein. Und ein. Und dann kann ich den Dirt einsammeln. Sehr schön. Okay, dann möchte ich mir hier quasi so eine kleine Plattform bauen, in der ich meine Bienen aufbaue. Und dann nehme ich mir jetzt das Darkwood, das Dark Oakwood, quasi als Zugang. So. So. Wie hoch muss ich denn ein bisschen höher noch? Okay, hier eine kleine Plattform hinsetzen. Oh, was mache ich da? So. So. Ist das jetzt schon die richtige Höhe? Eins, zwei ist eine richtige Stackhöhe, ja. Gut, dann gehen wir hier nämlich weiter hoch. So, so. Aber machen wir drei breit. Drei breit ist besser. So. Ernsthaft? Was denn? Ach, ich habe jetzt die neuen Lichter hingetan. Ja. Überall. Mhm. Und es gibt eine einzige Stelle vorne, die nicht ausgeleuchtet ist. Oh Mann. Ja. Genau das. Das darf ja nicht wahr sein. Dafür muss ich jetzt eine andere Lampe noch raussuchen. So. Ich will das hier schön haben. Ich will eine schöne Plattform haben, auf der ich meine Bienchen aufbauen kann. Nein, das kann bleiben. Ich bin da einfach manchmal zu penibel, habe ich das Gefühl. So. Ja, du bist verpenibel. So. Oh. So. Das weg, das weg, das. Wie ist die Höhe? So. Ich weiß nicht, habe ich hier irgendwas übersehen oder was? Weiß ich nicht. So, also wir haben jetzt hier richtige Höhe, perfekt. Dann kann ich mir hier mal eine Plattform hinbauen. Dann plattformieren wir hier mal. Ah, der Dark Oakwood Baum ist gewachsen, sehr schön. Jetzt brauche ich nur mal kurz eine Dingsachs. Benny, weißt du, warum diese Mod, die Bäume automatisch abbaut, wenn man den untersten Block abbaut, nicht mit Tinkers Axten funktioniert? Bitte nochmal. Wir haben ja diese Mod, dass die Bäume automatisch zusammenkrachen, wenn du sie mit einer Eisenaxt abbaust. Ja. Warum geht das nicht mit Tinkers Äxten? Die extra freischalten muss. Oh Mann, kannst du das bitte freischalten? Ja, aber dazu müsste ich jetzt auch noch den Server neu starten. Kannst du das bitte morgen freischalten? Mach ich. Das wäre voll nett. Das wäre voll nett. Dann kann ich nämlich hier viel besser mit Tinkers Äxten meine Bäume fällen. Ernsthaft? Was denn? Warte. Du kannst ja auch so eine Lampe Äxt machen oder so. Mhm. Weiß jetzt gar nicht, mir fällt gerade nicht der genaue Name ein. Drück okay. F7, dann weißt du, was ich meine mit ernsthaft. Ach, nicht ausgeleuchtet mal wieder. Eine einzige Stelle. Eine einzige. Wow! Jetzt habe ich extra links und rechts von der Tür solche dummen. Ich liebe es, wenn die Bäume explodieren. Ich liebe es so sehr. Ach, geil. Es ist mein Inventar voll. Ich liebe es, wenn Bäume explodieren. Okay. Hätten wir das auch? Das muss da wieder rein. Und dann müssen wir ausleuchten hier. Fackeln. F7. Okay. Erstmal hier welche hin. Nein, das sind keine Fackeln. Das ist ein Dirtblock. Genau mit dem Dirtblock, den ich jetzt gerade zerstört habe, ist meine Axt kaputt gegangen. Geil. So. So. Gibt es hier irgendwie kein Enderportal? Müsste es eigentlich geben. Und ich leuchte jetzt gerade mal hier einfach alles aus. Wow.
Diese hässlichen Enderaugen führen mich Hauptsache, sie führen mich irgendwo hin, aber nicht zum Portal. Jo. Jetzt ist. Vielleicht wegen den Viechern. Jetzt ist ausgeleuchtet. Ah. Cool. Passt zwar nicht so wirklich zum Rest, aber. Ich leuchte hier auch. Und die eine Stelle unter der Kiste zählt nicht. Klar. Ich leuchte hier gerade auch mal rund um unser Ding hier aus. Ich glaube, ich mache gleich noch ein bisschen mehr Ausleuchtung hier. Was? Was? Hast du da gemacht? Ich habe meinen Waypoint verlinkt. Aha. Ah. Juhu, danke. Oh, schnell rein. Erzgemusplot dabei, Creeper. Ups. Ratet mal, wie ich meine über 20 Tode gesammelt habe. Durch hässliche Viecher wie diese. und ja gut, durch Runterfallen auch. Zum Teil, aber. Okay, das möchte ich ungern ansprechen. Vorne so schön, oh, schöne Leuchte. Oh, du machst das richtig schön. Ja, sie passen halt echt nicht zum modernen Dingsstil, aber so zum Eingang passt es für dich zusammen mit dem Kronleuchter und so. Können wir kurz schlafen gehen? Ja. Gut. Nein. Apropos, wann baust du uns ein Schlafzimmer? Erstmal mache ich jetzt hier den Boden. Okay. So. Alles der Reihe nach, okay? Erstmal Boden. Schön, okay, mit schönem Boden kann ich auch leben. Das ist auch gut. Ach, jetzt wollte ich brauchen mehr Fackel. Wirst du hier im Erdgeschoss Strom brauchen? Ich denke schon. Gut, dann mache ich hier den Boden nämlich zwei. Das okay, ich kann den Boden nicht zwei tief machen. Ja. Du hast das Ding nicht tief genug gebaut. Dann lege ich ihn hinter die Außenwände, das geht auch. Okay. Dann muss ich hier jetzt gut die. Ich mache hier eh noch. Du machst das schon. Du machst das schon. Ich brauche mehr Fackeln. Da sind auch 26, perfekt. So. Da ist alles ausgeleuchtet. Hier unten fehlt noch was. Und hier fehlt noch was. Wo fehlt was? Ich leuchte gerade einfach, so wie Benny das macht, einfach komplett alles aus, rundherum. Ach so. Im besten Fall einfach auf jeden Block eine Fackel setzen. Ja, ich renne einfach durch die Gegend und mit F7 an und schaue an, wo ist hier was gelb. Du hast die Treppen und Co. auch nicht tief genug gemacht. Ja, ich weiß. Du hast das insgesamt nicht tief genug gemacht. Ich setze hier unseren Boden gleich hin. Und der Boden wird dezent die Decke sein und eigentlich wollte ich eine extra Decke. Was meinst du? Ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Geh in den Keller runter, dann wirst du es merken. Ach so, der Boden soll die Decke sein. Ach so. Soll ja nicht die Decke sein. Okay. Du wirst es gleich sehen. Du hättest mit den Stufen einfach deinen Keller 1 tiefer setzen müssen. Können wir beim nächsten Kellergeschoss machen? Ja. Ach, hier meinst du? Ja, hier ist korrekt. Sieht halt jetzt dumm aus. Ja, hier schon, aber das ist halt hier leider so. Hätte ich gerne eine Wendeltreppe, aber die möchtest du jetzt. Nee, da möchte ich die nicht. So, ich brauche nur mehr Fackeln. Warte. Hier hast du noch. Oh, nein, die hast du nicht. Ich brauche ungefähr 200. Ungefähr. Was? 10. Da ist noch eine Rocky Princess, die ich habe. Ich habe gerade schon eine Rocky Princess, glaube ich. Von daher, ich melde mich dann, wenn ich eine brauche, würde ich sagen. Oder? Rocky Drone? Rocky Princess. Eine Rocky Princess hätte ich. Von daher wäre ich da noch zufrieden. Aber dankeschön fürs Angebot. So. Ach, da sind noch 12 Sticks. Hoho. Achtung, ich setz dich. Danke. Sehr lieb für dich von dir. Ich muss gleich dran denken, die Pressure Plate. Naja, du bist auf dem Weg. Okay. Dann bist du auf dem Weg, ist auch in Ordnung. Du hast die Tür weggemacht. Ja, ich weiß. Na gut. So. Dann gehen wir mal hin und leuchten weiter aus. Hier sowieso. Hier auch. Und hier auch. Hilfe, ich sehe nichts. Und das ist schlecht. Hier sind Monster. Oh Gott, nein. Nein, lass dich nicht hauen. Schön tot.
Ignoriert ihn nicht. Nein, nein, I don't wanna die again. Zu spät. Was slain by a zombie? Ich brauch Hilfe, bitte. Oh, was denn? Wie gesagt, nur mit Eisen-Equip ist, glaube ich, der Ender-Drache noch ein bisschen. Du hast Diamant-Equip. Nein, ich bin ja noch nicht mal dort. Oh. Ich wollte was essen, weil ich keinen nicht mehr regeneriert habe. Dann kommt mir da so eine Monsterwelle entgegen und dann wollte ich mich wegteleportieren, hatte meinen Teil nicht gefunden, hatte auch nichts zu essen in der Hotbar und dann immer mehr Schaden und dann tot. Das ist doof. Bitte? Das ist durchaus doof, ja. So. Und dann sind wir auch schon jetzt hier am Ende dieser Folge. Wir haben sehr viel geschafft, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben quasi nichts geschafft. Ach, Minecraft ist immer so extrem produktiv. Das ist fabulös. Naja, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Let's play Minecraft Feed the Beast Beyond. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Hat mich noch mehr gefreut. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao. Sagt ciao. Tschüss. Okay, tschüss. Ja, jetzt tschüss. Hallo, tschüss. Okay, tschüss. Tschüss.